Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Der Fall ist klar. Der Fall ist klar. Der Fall ist klar. Ihr könnt euch noch vielleicht das Video hier erinnern, wo ich den Baumstumpf habe wegfräsen lassen. Wir den Baumstumpf haben wegfräsen lassen. Das war echt eine coole Aktion. Seitdem ist hier schöner grüner Rasen. Und jetzt liegen da schon die Bälle. Ja, und der Bauer hat gerade das Feld gemäht. Also echt tolle Szenerie im Hintergrund. Werden die schönen Kuller aufs Feld gelegt. Ja, herrlich. Staubt noch ein bisschen. Aber heute ausnahmsweise der Wind von der richtigen Seite. Aber darüber will ich gar nicht reden. Was? Aha, der Kuller kommt gerade raus. Ach so. Da. Shit, verdreht. Gut. Da liegt der erste. Ja, wir hatten ja hier unten auf der Fläche hatten wir ja ein kleines Grün angelegt. Das war jetzt kein besonderer Bodenaufbau, einfach nur immer wieder gelocht und gesandet. Und da hinten ist ja der Abschlag und ihr habt ja viele Vorschläge gemacht damals in dem Video. Ja, ich werde hier ein ein ziemlich cooles Grün anlegen. Und zwar die Idee ist hier so auf halber Höhe. So ungefähr 30, 35 cm über den alten Boden, hier auf halber Höhe, bis ungefähr so hier. Gerade hier, das ist so ungefähr die richtige Höhe, hier so rüber gepeilt. Hier soll also ein großes Grün, so groß, so. Kommst du daher? Ja, locker. So groß, hier so raus, so ein bisschen oval. Hier rum und dann hier wieder so rein. Das soll auch so 20 Quadratmeter werden. Die will ich jetzt hier, ja, jetzt im Herbst, das will ich hier jetzt im Herbst aufbauen, das Grün. Ich werde tatsächlich hier ein Sandgrün machen. Ich werde wahrscheinlich auch sogar eine Drainage hier reinlegen. Dazu müssen wir das Wasser dann wahrscheinlich dann nach links, da ist so eine kleine Senke neben der Vogelbeere, brauchen wir wahrscheinlich so eine Wasserverrieselung. Eine Wasserversickerungsanlage, ein Wasserversickerungsbereich, besser gesagt. Mal gucken, wie aufwendig wir das machen. Dass wir hier tatsächlich jetzt keinen USGA-Greens aufbauen, aber dass wir hier schon einen Sandgrün aufbauen. Und das soll dann tatsächlich eine Festuca Rubra, eine Rotschwingelrasenmischung kriegen. Nicht die Agrosse Chlorunifera, obwohl wir hier gerade schwer am Diskutieren sind, ob wir überhaupt das Thema Festuca Rubra Rotschwingel durchziehen können auf der Rasenfläche, weil wir hier überall hier Festuca, Agrostis, also Flechtstraußgras, Flächenstellen haben, das Flechtstraußgras, was hier immer noch in der Fläche drin ist, auch drüben auf der neu angelegten Fläche, das verbreitet sich hier dauerhaft, permanent. Und wir werden das nicht rauskriegen. Hier ist ein Spot, hier ist ein kleiner Spot, hier ist schon ein Spot. Also es gibt viele Spots hier, schon mit da. Hier ein ganz großer Spot, hier, da, ganz viel Agrostis Chlorunifera. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es dann überhaupt nicht, was ich da machen soll. Rauskriegen wird man dieses Gras nicht mehr. Es sei denn, man spritzt die ganze Fläche tot. Was ich tatsächlich auch nicht richtig und nicht gut finde und echt übertrieben finde. Man könnte natürlich genau jetzt, wie heißt das so schön, aus der Not eine Tugend machen, Wir könnten natürlich eben jetzt statt der Festuca jetzt hier auch die Agrostis einmal flächig einsehen. Und dann hat man eine Mischung aus Festuca Rubra, aus Rotschwingel und Agrostis Chlorunifera aus dem Flechtstraußgras. Und das wäre schon eine interessante Alternative, die auch in den nordischen Ländern gerne durchgeführt wird. Jetzt ballert er. Haben wir mal einen kleinen aufgenommen. Jetzt ballert er hier durch. Ja, hat mich verwirrt. Genau, also das ist die große Frage. Deswegen natürlich jetzt hier ein reines
Festuca Rubra Grün wäre sehr spannend. Wäre auch für ein Sandgrün sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Kann man natürlich ausprobieren und dann später, wenn es nicht funktioniert, kann man natürlich immer noch die Agrostis Schlonifera dazwischen sehen. Also das sind so Überlegungen. Sagt mal, was ihr so von der Idee haltet, wie, was ihr so machen würdet. Auf jeden Fall wird das hier etwas größeres Projekt. Natürlich soll dann hier das Fairway so ganz sanft hochlaufen. Dann hier so sanft in die dritte Ebene hochlaufen. Also wir haben hier so drei Ebenen. Das muss dann weiter ausgemäht werden. Ah, stelle ich mir schon sehr schick vor. Herrlicher Abend, herrliches Wetter. Doch, 30 Grad. Also auf dem Autobahn eben noch 30 Grad. Da sind es auch 28. Also sowas in der Art. Morgen soll es tatsächlich ein bisschen regnen. Der Rasen hält sich super gut bei der Hitze. Ich habe, wann hatten wir das, den Regen gehabt, wo ich erst bewässert habe? Es war am Freitag. Freitag auf Samstag. Da hat es kräftig geregnet. Jetzt haben wir, habe ich noch gar nicht erzählt, jetzt haben wir Donnerstag, den 1. August. Richtig. Meine Frau gut gibt gemacht. Zeichen. Donnerstag, den 1. August. Und das heißt, heiße Temperaturen, ganz viel Trockenheit und trotzdem sieht der Rasen richtig gut aus. Was überhaupt nicht gut aussieht, was man auf dem Foto aber nicht, auf dem Video, was man auf dem Video aber nicht gut sieht, wir haben unglaublich viel Probleme mit Rasenkrankheiten. Ich hatte ja schon diesen Dollar-Spot-Fleck gezeigt. Wir haben überall Rotspätzigkeit, habe ich auch gezeigt. Und vielleicht noch so der kleine Tipp zum Schluss. Was kann man, wenn man nicht irgendein Fungizid spritzen will, was man auch nicht darf, was kann man gegen, ja, gegen diesen wahnsinnigen Krankheitsdruck tun, der bei diesem Wetter echt überall, auf allen Rasenflächen extrem ist. Ich habe übrigens auch auf unserer Homepage einen kleinen Blog dazu geschrieben. Könnt ihr ja mal reingucken. Wir haben die Homepage ein bisschen umgestaltet. Ja, da arbeiten wir auch gerade dran. Schaut mal rein, wenn ihr mögt. Ja, was kann man nun tun gegen Rasenkrankheiten? Es gibt drei, aus meiner Sicht, sinnvolle Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist natürlich, die Pflanze zu stärken, das Gras zu stärken, das Gras robust zu machen, die Widerstandsfähigkeit der Gräser zu erhöhen. Das geht tatsächlich mit Algenextrakten, mit Biostimulantien und vor allen Dingen geht das mit Silizium. Ich habe einen hochinteressanten Bericht gelesen im neuen Greenkeeper Magazin. Da haben die Experimente gemacht, auch mit Siliziumgaben auf Golfplatzgrüns bei starkem Dollarspot und bei starkem Schneeschimmelbefall. Und tatsächlich wirkt das Silizium ja als Barriere, als Widerstand gegen die Pilzsporen. Das Silizium macht das Blatt hart, macht die Stomata, eben die äußere Haut des Blattes, widerstandsfähig, hart, undurchlässig gegenüber den Pilzsporen. Und das ist tatsächlich eine Maßnahme, die man durchaus guten Gewissens durchführen kann. Da gibt es zum Beispiel bei Grasshopper im Shop, Werbung, bei Grasshopper im Shop, gibt es ein schönes flüssiges Lithiumprodukt, muss man sprühen. Das kann man natürlich nur sprühen. Das Zweite, was man machen kann, ist natürlich, was ich jetzt ungern mache, weil ich ja wenig Stickstoff düngen will, dass man natürlich mehr Stickstoff gibt. Also maximal bis zu 7 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter, pro Düngung kann man auf die Fläche hauen. Das sorgt natürlich dafür, dass das Gras stark anfängt zu wachsen und dass natürlich diese ja, oberflächlichen Schäden, wie beim Rotspitz und auch beim Schneeschimmel und auch beim Dollarspot, dass diese oberflächlichen Schäden sehr schnell herauswachsen. Mache ich nicht so gerne. Deswegen mein nächster Tipp tatsächlich, und das ist jetzt ja auch ein heikler Tipp, aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe es gemacht, und zwar Eisen-2-Sulfat. Eisen-2-Sulfat gibt es als Pulver, als Granulat zum Auflösen, auch zum Sprühen tatsächlich. Ist auch frei verkäuflich, ist letztendlich auch nur ein Mineral. Eisendünger kann man also in Flüssigkeit auflösen und dann in der richtigen Dosierung natürlich aufs Blatt sprühen. Der große Nachteil bei Eisensulfat ist, dass alle Betonflächen, alle Steinflächen, alle Holzflächen, alle Flächen, wo das Zeug drauf gespritzt wird,
Rost bilden, also rostig werden, braun werden. Und diese Rostflecken kriegt man auch wirklich nicht wieder raus. Gerade aus Betonstein gehen diese Rostflecken nicht raus. Da muss man sehr aufpassen, dass man eben sehr genau hinguckt, wo man das Eisensulfat hinsprüht. Ich habe auch tatsächlich einen Eisenmangel in meinem Boden. Also das heißt, ich darf durchaus ein bisschen Eisen zu meiner Düngung dazugeben. Und dieses Eisensulfat, muss man ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich so aggressiv, dass es den Pilz die Sporen abtötet. Und das hat man deutlich gesehen. Das hält aber tatsächlich nicht lange vor. Also nach, sagen wir mal, ein, zwei Wochen, wenn der Pilzdruck nicht aufhört, dann kommen die Flecken wieder durch. Dann muss man im schlimmsten Fall nochmal sprühen. Deswegen richtig dosiert nach Angabe der Hersteller kriegt man bei Amazon, habe ich euch im in der Beschreibung verlinkt, wo ich mache viel Werbung. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, um den Pilz, um den Krankheitsdruck, die Pilze etwas zurückzudrängen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, Fungizide geht gar nicht im privaten Bereich. Das ist also keine Lösung. Deswegen die Pflanze stärken, das Blatt widerstandsfähig machen, mehr Stickstoff düngen, wenn ihr das mögt, oder eben auch mit eben Eisen-2-Sulfat tatsächlich den Pilz bekämpfen. Ja, hier sieht man ja sehr schön, das waren alles hier diese Dollar-Spots, Dollarflecken. Und man sieht wunderbar, wie tatsächlich hier überall das neue Gras wieder durchkommt, wie die Flecken langsam verschwinden. Also das ist super, das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch eben jetzt auch so schnell geht. Hier sind noch Flecken, die sind frisch, die sind jünger. Bist du drauf? Ja. Aber auch die fangen sich schon an zu schließen. Die sind ein bisschen später gekommen, die Dollarflecken. Der Rotspitz, hier, das ist ein ganz fieses Rotspitznetz. Auch das sieht jetzt tatsächlich so ein bisschen gräulich aus. Der Rotspitz ist abgetötet durch das Eisensulfat. Der ein oder andere rötliche Halm ist noch sichtbar. Aber auch das, hoffe ich, wird sehr schnell wieder zuwachsen. Auch hier haben wir auch noch so einzelne Rotspitzfäden. Man sieht das sehr schön, diese rötlichen Fäden. Das war ein ganz frischer Rotspitz, aber auch hier habe ich das Gefühl, dass durch die Widerstandsfähigkeit des Grases der Rotspitz nicht richtig durchkommt. Ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich habe tatsächlich nicht nur Eisen-2-Sulfat hier auf die Fläche gespült, sondern ich habe es gleich mit dem Silizium, mit dem flüssigen Silizium von Grasshopper kombiniert. Und zwar habe ich etwas mehr genommen. Ich habe 2 Kilogramm oder 2 Liter, besser gesagt, 2 Liter pro Hektar. Das sind 200, da muss ich echt aufpassen, 2 Kilogramm sind 200 Milliliter pro 1000 Quadratmeter, genau, 200 Milliliter pro 1000 Quadratmeter, also ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, genau, das heißt 2 Liter pro Hektar, das sind 200 Milliliter pro 1000 Quadratmeter. Mhm. So, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Und von dem Eisen-2-Sulfat habe ich 10 Kilo pro Hektar genommen, 10 Kilo pro Hektar, das sind 1 Kilo pro 1000 Quadratmeter. 1 Kilo pro 1000 Quadratmeter. Man kann bis zu 2 Kilo pro 1000 Quadratmeter nehmen. Ich bin da sehr vorsichtig rangegangen. Ich wollte jetzt nicht zu brutal rangehen. Und was natürlich ein fantastischer Nebeneffekt ist, von diesem Eisen-2-Sulfat, von dem Eisen, das macht das Blatt richtig grün. Also Eisen macht das Blatt grün. Eisen verstärkt die Chlorophyllbildung. Und das sieht natürlich auch richtig gut aus. Es muss aber unbedingt gleichmäßig gesprüht werden, weil sonst sieht man natürlich durch die unterschiedlichen Dosierungen auch eine Flächigkeit auf der Fläche. Und das ist tatsächlich mir hier ganz gut gelungen. Also die Rasenfarbe ist zurzeit richtig schön. Also das soweit dazu. Und jetzt, ja, jetzt legen wir mal los hier und fangen an, das Grün umzubauen. Nein, Quatsch, Spaß. Jetzt bei der Hitze. Jetzt bei der Hitze. Viel Spaß, Rappeleine. Ja, genau, super. Ja, soweit dieses Video, kurzes Video. Wir sind noch nicht so richtig aus dem Urlaub zurück. Ich wollte eigentlich was anderes machen, ganz ehrlich gesagt. Aber kommt alles. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen an uns denken. Also, bleibt dran. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und der Rasenfreak sagt Tschüss.
Sehr gut. Hauptsache, ich treffe meine Frau nicht. Schön. Ein bisschen kürzer nochmal. Und das Loch rein. Oh. Oh. 20 cm vom Ganz Loch. Knapp. Sehr gut.